Gut. Da ist sie. Da ist die Weinflasche. Da ist sie weg. Und dann glaube ich zugesperrt. Wir brauchen die Weinflasche. Okay, hängen die Räume zusammen? Schauen wir mal. Kann man es jetzt wieder einschalten, die Musik? Die war nämlich schön. Da hinten liegt was. Pistolenmunition. So. Und da hinten kann man es runterschießen. Okay, das ist es blau. Das da hinten aber noch nicht. Da müssen wir noch mal kurz da lang kriechen. Haben wir da noch irgendwas übersehen? So, dann schauen wir uns hier noch mal genau um. Da liegt was. Ah, rostige Reste. Ja, nice. Okay. Jetzt schauen wir gleich mal. Okay, da kann man nichts machen. Da braucht man noch einen rostigen Rest. Und da braucht man Kräuter. Wir haben nicht viele Kräuter. Aber gut. So. Also da kommen wir nicht weiter, sprich wir müssen hier weiter. Dann noch weiter runter. Halle des Krieges. Krieges oder Kriegers? Krieges, okay. Das ist auffällig. Okay. Sonst gibt es hier nichts mehr. Ich muss mal testen, ob man, wenn ein Raum rot ist und es gibt in den Raum eine Akte zum Lesen und ein Item zum Einsammeln, muss ich mal testen, ob der Raum blau wird, sobald man das Item eingesammelt hat, aber die Akte noch nicht gelesen hat. Was? Was denn, Leid? Vertraue auf das Licht. Ja, gut. Hätte ohne den Hinweis es vielleicht auch geschafft. Oha. Taschenlampe. Oh fuck, wo sind wir da jetzt schon wieder? Da ist auf jeden Fall mal per Item oder so, wäre hier der Raum blau ist. Ich schaue mich trotzdem um. Help me, Brother. Hilf mir, Bruder. Der Raum ist auf jeden Fall, oder der ganze Zellenblock hier ist rot. Tor
toll. So, hinten liegt eine Notiz. Die lesen wir uns gleich durch. Hier könnte ich das jetzt schon testen, aber das mache ich jetzt nicht. Weil es ja doch ein relativ großer Raum ist. Bestanden. Irina, Michaela, Lois, Ingrid. Abgelehnt. Dann Dora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Liudmila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriela. Gott. Okay. Haben wir die eigentlich? Na, okay. Puh. Dass mir das gar nicht gefällt, das brauche ich nicht erwähnen, oder? Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil. Teils übertrieben, aufgeweckt. Boah, Alter. Fick dich. Das hört sich nicht gesund an. Okay, nicht, dass da auf einmal hinter mir irgendwas auftaucht. Gehen wir da rein. Da ist nämlich eine Kiste. Mit Pistolenmunition. Rostige Reste, wow, cool. Könnte ich mir wieder, könnte ich, aber ich mach's da mal nicht. Weil wir da weg nur Kugeln haben. Das mache ich eventuell später. Metallreste? Was sind Metallreste? Sind das auch? Ah, okay, das sind auch Crafting Materials. Der Raum ist blau, okay. Noch, das ist wahnsinnig. Ich habe mir von den Sack erschrocken. Ich glaube, sobald wir wieder mal draußen sind aus dem Horrorloch da, werde ich, glaube ich, mit Duke mal die Pistole upgraden. Oh Gott, schon wieder so eine große Kammer. Ich verstecke mich da drin jetzt.
Rohrbombe, nice. Die Geräusche sind nicht so nice. Wenn da mal mehrere auf einmal sind, habe ich da schon eine böse Überraschung. Du bist nur einer. Oh, Kraut, Kraut, Kraut. Ich mach gleich mal erste Hilfe jetzt nicht wieder. Ups. Wenn ich das zusammenbringe. Ja. Gehen wir gleich ins Inventar und. Dann mal gleich hier hin. Nee. So, genau. Die Rohrbombe machen wir mal da hin. Und dann werden wir gleich wieder einen freien Inventarplatz haben. Wenn wir gleich wieder ein paar Kugeln verschießen werden. Ich glaube, diese Bombe war ganz... Oh, Ingrids Halskette. Von der Ingrid haben wir schon gelesen. Ich glaube, das war schon ganz gut, was wir gerade gemacht haben. Aber irgendwo lebt noch einer. Da hinten. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Genau, da geht es wieder rauf. Oh Gott. Ja, da geht's weiter. Muss ich mal kurz zurück, weil da irgendwo noch ein Item ist. Da ist Frischluft. So. Habe ich da gerade was blinken gesehen? Nö. Also ich brauche eine kurze Pause. So, ein Item. Das haben wir schon im blauen Bereich. So. Da noch irgendwas, was blinkt.